Junior. Oh, und es geht auch schon los. Ich glaube, das ist gar nicht Kaffee, oder? Das ist der andere. Ich habe seinen Namen nicht vergessen. Cengiz ist das, ne? Cengiz, genau. Cengiz, genau. Hier schon mitten im Match dabei. Da kann ich Zelda. Ich glaube, der spielt eigentlich Peach. Daisy? Ja, ich hatte Daisy gesehen vorher, genau. Genau. Aber wahrscheinlich ist das ein gutes Match für Zelda. Die Ketzler kann man auch natürlich sagen. Gut, diese ganzen Reflektor-Sachen, beziehungsweise ich glaube, das war die Attacke B nur von Zelda, ist schon auf jeden Fall okay. Aber muss halt ein bisschen anders. Ne? Also es ist immer möglich, Zeichen zu gewinnen. Aber natürlich mit diesem Reflektor sind viele Möglichkeiten von da aufgetaucht. Und hier. Da bin ich geführt, beziehungsweise zu hoch. Aber schöner Smash, genau, Smash ist irgendwie super Attacke, egal ob da Reflektor oder irgendwas anderes ist. Da kann man auf jeden Fall sehr viel den Reflektor dann ein bisschen wichtig machen. Wird aber auf jeden Fall nicht schuld gemacht. Da ist der Schaum, baut sich schon langsam wieder auf den Reflektor zurück. Ja, macht das gut. 40%. Oh, die Dose. Oh. Ich glaube, er braucht wirklich diesen Skin, um richtig gut spielen zu können. Wo kann ich das schon mit sagen? Oh, mit Dalmatina. Aber bevor wir hier weiterreden, hat sich jetzt Zelda schnell den Stock wieder zurückgeholt. Gute 40% innerhalb von 5 Sekunden. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ja. Ich glaube, ich habe ein bisschen Probleme jetzt in die Hintergrund zu kommen. Wichtig ist vor allem bei Dragon auch viele Grips. Okay. Aber ziemlich aggressiv auf jeden Fall, ne? Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, ein bisschen schlauer, intelligenter Saber von ihm. Okay. Ja, den Stock jetzt schon. Und Backhand ist auf jeden Fall ein Charakter, der gut Damage dealen kann. Auf jeden Fall. Bein mit dieser Frisbee. Oh, er chillt heftig so. Da ist schon die Dose stehen, was ich nicht gut finde. Ja, das wird wahrscheinlich ein Counterpick gewesen sein, deswegen Zelda. Also, ich habe auch schon gesehen, so in Friendlies, dass er Zelda spielt. Aber ich denke, der packt dafür bestimmte Matchups aus. Und bei Duckhand, wow, okay. Abfall, geht schon. 1-0 für Cengiz. Aber kein Killscreen gewesen. Ja, wir wollen nicht vergessen, das hier ist ein Best of 5. Die spielen ja alles Best of 5. Cool, Silver Bracket und five. Top 8. Ja, so muss das. Nur so kann man richtig gut grinden. 20 Leute sind wir? Ja. Ja, ich glaube 18, weil zwei Scoren, glaube ich, ist haben. GG und Unishin. Dann war noch einer. Aber ich habe seinen Namen jetzt vergessen. Unishin. Ach, Unishin, ja. Okay. Aber egal. 18 Leute. Das letzte Mal NIZ. Das ist schon auf jeden Fall okay. Ja, dieses Jahr zumindest. Dieses Jahr, genau. Das nächste NIZ ist übrigens am 3.2. Haltet euch frei. Ihr könnt schon mal Urlaub einplanen. Normal. Und März, 2.3. Ja, genau. 3.2.3. könnt ihr euch gut merken, auf jeden Fall. Genau, das sollte auf jeden Fall machbar sein. Ich werde es mir auf jeden Fall eintragen, dass ich auf jeden Fall den nächsten dabei bin. Die letzten Male ging einfach nicht, weil Personalmangel, ich musste einspringen. Sozialer Bereich ist auch noch so eine Sache. Am Wochenende arbeiten, kennst du ja selbst, du bist ja auch bald dabei. Ja. Und ja, aber wie gesagt, ich werde mir auf jeden Fall da frei nehmen und dann geht's hier richtig ab. Dann geht's richtig ab hier. Ist doch wieder auf jeden Fall gemein. Okay, jetzt sehen wir hier Small Battlefield. Ist auf jeden Fall machbar. Oh, da muss jetzt ein bisschen Skyway einschalten. Also Zelda ist schon natürlich ein bisschen unterliegender. Aber man kann einfach den Reflektor von hier auf jeden Fall umgehen. Das ist gut. Schon warten. Oh. Schöne Dose ab, ja. Okay, fällt nur noch mal. Heute kommt nicht so gut her. Aber Zelda ist mehr. Vielleicht kommt nicht direkt drauf her. Frisbee zu stärken, ja. Er geht mir ein bisschen zu aggressiv auf so eine heftige Grab Range. Oh, oh, sehr gut direkt. Haben wir noch eine Idee? Ja, okay, okay. Sehr gut. Sehr wahnsinnig. Beide bisschen. Oh, sehr schön ausgelöst. Ah, ich habe die 100-Tacke hingelegt. Somit haben wir relativ viele Menschen bekommen. Aber, ich würde sagen, haben wir vielleicht auch. Das ist auch alles machbar. Also, das ist auch machbar. Der ist mehr schon okay. Ah, leider. Aber schöne Berge auch. Okay. Von der Dose. Oh, die habe ich. Nein, ab. F-Smash. Let's go. Oh,
USB. Oh, vorsichtig. Jetzt. Oh, nee, für du eigentlich. Diesmal hat es nicht geklappt. Oh, schon geperrt. Heftiger Gang von ihm. Er wollte nicht sein. Ah. Ich wollte auch schon hier den Early Kill mit der Abbie gerade. Mm. Auf der Plattform für das Ganze. Das geht super early. Und boom! Oh, die Attacke ist so heftig. Up, tilt, up. Wer war das? Das ist schon gesagt. Ja. Na gut, das kann auch nicht noch mehr vorbei. Oh. Wir haben ja letzte Dose. Die hat er gut reflektiert. Oh nein, gibt den Snips. Upsmash. Oh. Ah. Oh, was? Das war ja ultra hart. Ja, sie wurde halt gebufft und die hat auf jeden Fall so jetzt viele Sweet Spots unfassbar früh killen einfach. Mega, mal 40 oder 50%? Das war schon auf jeden Fall Hardcore, muss man sagen. Ist aber so. Es ist noch nicht vorbei. Es ist 2-0 jetzt hier für seinen Namen. Shankus. Shankus. Ja. Changus. Genau, und für Skyvania ist es auf jeden Fall noch nicht vorbei. Gegen einen Charakter wie Zelda muss man halt auch einfach adapten. Ja, und das ist nicht super einfach. Mhm. Aber Duckhunt hat halt auch schon die Qualitäten, auch einen Char wie Zelda zu besiegen. Man muss halt nur viel weniger mit Dose und sowas spielen. Zumal, und vielleicht nur baiten damit. Also du kannst das ja besonders gut. Einfach die Dose oder die Projektile Frisbee gar nicht gleich anzünden, sondern einfach stehen lassen. Viele Gegner sind dann direkt im Schildmodus. Grab in die Dose rein, to ATR. Teilweise killt er schon. Je nach Situation. Deswegen gucken wir ganz gespannt jetzt auf Match 3 zwischen Duckhunt und Changus. Genau, gleich werdet ihr hier Weißel auch schon sehen. Wenn wir Weißel gleich noch sehen. Also sagt es euren Duckhunt-Freunden. Alle 100 Millionen Duckhunt-Spieler. Ja. Aber ich hoffe mal, dass der Martina Crew. Dass jetzt hoffentlich irgendwie ein Comeback jetzt gestartet wird. Ich würde mich auch freuen. Einfach noch ein bisschen mehr von diesem Matchup, was man einfach sehr selten sieht. Okay, das sieht wirklich auch. Mal schön. Grab. Oh, schade. Oh, no. Oh, sehr gut. Oh, ja. Voll aufpassen. Oh, greedy on stage recovered. Sehr greedy on stage. Da. Aufpassen. Und die Dose. Das ist besser, einfach an der Edge zu chillen. Jetzt. Oh, aggressiv eigentlich down. Ja. Da muss man halt aufpassen. Ja, die Affen von Zelda ist auch noch mal sehr gut. Deswegen hat das Zelda nicht gehört, aber jetzt vielleicht. Oh, dann ist es richtig. Oh, er ist fest daneben. Zum Beispiel ist er eine Hardcore-Bot aktiviert. Schöner Grab. Okay, ich hoffe, dass er aufrollt. Alles möglich. Alles möglich. Ja, das ist halt bei Low-Prozenten. Man kann halt mit Duckhunt auch dann chillen, wenn man nicht die Lead hat. Genau. Oh, ja, das killt. Okay, das killt. Also, wie gesagt, Skyvania noch alles drin. Oh, in der Deck, ja. Okay, hier hat ein bisschen Respekt vor der Dose. So, was ist das denn? Der Falsch ist clean. Oh, angreifen. Ja, der ist Siegel down there. Und Changus. Ja, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Gute Frisbee, 30%. Oh, 22%. Schöner Grip. Ja, aufpassen. Ach. Das muss er auf jeden Fall irgendwie schnell Prozent aufzubauen. Aber Chang ist auf jeden Fall sehr aggressiv. Er versucht da gar nicht. Den Stock da aufzubauen. Oh, ballert einfach die eine Attacke nach der anderen rein. Da wäre ja schon als Smash. Könnte er jetzt irgendwie klappen. Grab, nein. Okay, sehr gut, mehr. Und auch, was ist die? Oh. Okay, schon mal. Ah, vorsichtig. Okay, er nutzt das Ding aus, Chango. Jetzt durch die und. Okay. Dann noch eins. Weiter. Schöner Gunman. Komma. Okay, geht es leer. Da haben wir jetzt ziemlich große fette mehr von Garten. Taunted war das gewollt. Skyvania. Vielleicht. Aber so ein Disadvantage? I don't know. Okay. Oh, fast. Okay. Er braucht jetzt diesen Kill. Oh. Ja, das war schon richtig. Also einfach ein bisschen baiten damit, ne? Ja, schön. Das war's leider. Ja, heftig. Also hier konnte man auf jeden Fall sehen, dass
vorbereitet, Leute, Zelda.